Hallo, ist das Senior Didi nochmal mit Musik? So, das ist die zweite Sendung hier im Raum. Jetzt heute. Und jetzt will ich mal ein, zwei Loops hier drauf spielen. Aber mit Bass auch, ja? Also, das waren die Backing-Tracks. Jetzt zwei Stück oder drei Stück mit Bass, Bass hört und darauf auch Gitarre übt. Ja, das ist also mein Sinn der Sache so. Sagen so, ne? Da habe ich das hier beim Griff. So, ne? Jetzt lasse ich so ein, zwei Backing-Tracks laufen, wo ich so einen Bass im Hintergrund habe. Und dann mal gucken, dass ich das noch ein bisschen zu jammen kann. Ne? Wenn ich schon mal hier bin jetzt. Morgen ist der Freitag. So, mal gucken, was wir hier alle drauf haben. Ich kann jetzt gar nicht hier mit den Overdrive arbeiten, weil ich das gar nicht aussteuern kann. Das heißt also im Grunde den aus hier und den an. Nochmal. Der ist sauberer, ne? Genau. Track hat mit einem Bass. Thank you.
Zeit habe ich eigentlich noch. Ich habe den Akku gleich schon verbraten. Oh, jetzt gleich alle, 6 Minuten. Da kann ich noch ein ganz klein bisschen noch jammen. Mal gucken, vielleicht kriege ich noch einen hin. Da habe ich ja noch welche gemacht. Wer war das denn hier noch? Mit das ist ja auch ein Basslauf rein. Thank you.
das schöner, ne? Ist das noch ein bisschen voluminärer. So, habe ich überhaupt noch Sound? Oh ja, die Lampe, die blinkt schon. Ich würde sagen, damit verabschiede ich mich jetzt wohl. Und das war auch jetzt wieder mal ein Test. Also ich werde jetzt manche Beckentracks von mir mit einem Basslauf mitspielen oder einspielen. So, ne? Wo ist mein Vorhaben? Dann mal erstmal Ströme raus. Ja, da werde ich mal ab und zu mal dran arbeiten. Ja. Und hinterher, wenn mir dann so ein, zwei oder fünf Backing Tracks gefallen, dann werde ich besten rauspicken und dann nochmal richtig ganz sauber spielen, dass die punktgenau auch sind. Ja, die sind ja alle im Grunde so ein bisschen auf Millisekunden Zeit versetzt. Dass der Punkt genau ist, dann kann man die vielleicht auch noch weitergeben. Ne? Auf CD brennen und dann Leuten geben, die Backing Tracks. Ne? Aber umsonst, ohne Geld. So, machen wir den wieder raus. So. Das ist die sogenannte Loopmaschine vom Boss. Ja, da mache ich die ganzen Backing-Tracks drauf. Ja, da habe ich jetzt so 20 Stück von drauf. Nochmal so zeigen. Also das ist schon eine ganz coole Maschine. Ne? Also simpel, einfach, aber man kann wirklich, also wenn man eine richtige fette Bandmaschine zu Hause hätte, hatte man ja früher so, ne? Mit dem Gerät alles machen. Rhythmus, Loops erstellen. So. Ja, und wie gesagt, also ich werde jetzt auf diese Backing-Tracks, die hier drauf sind, ab und zu mal einen Bass beispielen und auch vielleicht noch andere Instrumente. Also will ich jetzt nicht rauskramen. Wir haben zum Beispiel noch hier eine Roland-Maschine, eine Rhythmusmaschine. Und die ist auch obercool hier. Die will ich auch mal demnächst mal nochmal in Betrieb nehmen. Ja. Also Equipment hat der Dieter hier genug. Da will ich nur einmal kurz zeigen. Das Teil, oder? Das macht coole Rhythmen hier. Und da kann ich auch zu meinen Backing-Tracks auch mal irgendwann, wenn ich mal Bock habe, schließe ich die Maschine mal an. An den an der Loop-Maschine, ja. Dann kann ich hier mit. Das macht Effekte, da fällt auch nichts mehr drauf ein. Also da braucht man im Grunde gar keinen Schlagzeuger mehr für. Ne? Was man da alle mit machen kann, das ist unglaublich. Und dann werden wir demnächst mal in der Mache nehmen auch, ja? Weil da sind wirklich gute, richtig dolle Effekte drauf. Also wenn man ein Schlagzeug hätte, ne? Hat man hier ein Feld, überall macht er einen Ton. Und ganz verschiedene, ne? Aber das ist jetzt nicht heute. Das machen wir die Tage mal. So. Dann muss man ja nicht alles auf einmal machen. Sehr schön. So. Ja, und ich kann auch jedem empfehlen, wer Musik machen kann oder machen will, der sollte das machen. Und jetzt auch geht dann irgendwann auch mal mit Leuten zusammen, ja? Das ist natürlich dann noch eine Steigerung. Mitten da hier nicht raus. Da kann ich jetzt nicht zu sein. Gehen wir mal hier raus. So. Und wenn ich da nicht rausgeht, weiß ich es auch nicht. Also ich habe noch vieles vor, ne, mit Musik. Ihr merkt das schon wohl. Aber langsam, ne? Ich bin alter Mann. Ab und zu mal, wenn ich so Trieb habe, dann lebe ich dieses Hobby auch aus. Ich habe ja noch andere Hobbys. Aber dann hängen wir die wieder hier. So. Mit Gabel. So.
Dann ist mein Programm jetzt eigentlich soweit fertig. Ja, und der Dieter hier, der diesen Raum zur Verfügung stellt. Er spielt hier sowas, Percussion und sowas, ne? Er kann auch ganz gut. Jetzt hat er hier vor kurzem so einen Stil dran angebracht hier, sowas hier. Auch irre, ne? Stil dran. Bloß, die klingt nicht mehr. Die muss man erstmal stimmen im Grunde. Also, hier ist die sogenannte Spielwiese von Dieter. Nicht von mir, sondern hier von den Kollegen. Der heißt auch Dieter, ne? So. Hat auch vor kurzem einer hier, ist einer, der hat wirklich Ahnung von, ja, von Percussion ist er, ne? Von Schlagzeug und sowas. Die hat er auch vor kurzem gestrickt. Da kann ich auch richtig gut stimmen, sowas, ne? Wie auch sowas hier. Bongos, Congas. Und wo ich mich jetzt die letzte Zeit drauf eingeschossen habe, ist das zum Beispiel hier. Also eine sogenannte Djembe. Ja, und wenn wir Session machen hier, dann mache ich meistens immer Djembe hier, das hier. Ne? Da kann man auch richtig coole, ja, wie sagt man, Percussion-Effekte mitmachen mit so einem Teil, ne? Die finde ich total cool. So. Dann würde ich sagen, das war's dann erstmal. Ja. Wollen wir langsam mal hier Schluss machen? Ja, da liegt das Gemüse von mir hier. Das packe ich jetzt gleich wieder ein. Ja. Da haben wir noch ein bisschen hier. Da muss man alles mal wieder aufgeräumt werden. Ich ziehe gleich überall den Strom raus, oder? Ja, also der ist wirklich ein cooler Typ hier. Der ist eigentlich hier so am Laufen hält, ne? Cool, ne? Das ist hier von unserem Isaac. Das ist natürlich eine Koryphäe in der Musik. Ja, kann Gitarre und Bass gut spielen, sehr gut sogar alles. Unser Isaac, der Rock'n'Roller. Und den Bass und wir, diesen Bass selber, also das Instrument und den Verstärker, die haben wir jetzt auch erstmal bekommen. Da muss man sich noch ein bisschen um das Geld da, das ist aber Pfennige im Grunde nur, ne? Mal billig erstiegen, ja, erstiegen. Den hat einer gespendet. Den was, das ist auch cool eigentlich. Machen wir die Jambe hier. Also hier ist immer richtig was los manchmal. So. Oh, die Batterie, der Akku, der hält aber richtig lange. Ich dachte, der wäre schon längst durch. Also ist das manchmal, ne? So. Jetzt habe ich ja alles ausgemacht, oder? Guck hier, das haben die vor kurzem mal geklaut, so ein Ding hier. Das passiert natürlich auch. Ja, aber eigentlich passiert das hier nicht. Hier ist eigentlich eine coole Truppe. Hier hat auch so ein cooles Teil. Da nimmt man so ein Stöckchen raus. Also ich finde das schon ganz cool, so mit Percussion, ne? Hat er schon drauf hier, unser Dieter. Gibt es welche hier aus Iran und Irak? Die können das richtig gut hier. Ne, Afghanistan, glaube ich, kommen hier oder so, ne? Auf jeden Fall da unten die Ecke. Und ich spiele eine richtig coole. Wie nennt sich das eigentlich? Eine Tabla ist das. Das ist eine Tabla. Und die surrt irgendwie ein bisschen, ne? So. Ja, dass das jetzt so lange hält hier die Batterie, das wundert mich jetzt auch. Das ist sogar eine Marke Eigenbau vom Dieter hier. Der bastelt und ist auch ein guter Handwerker. Da muss man sich draufsetzen und ballert dann da so.
Also wie gesagt, macht Musik, Leute. Das tut der Seele ganz gut, ne? Musik. Darum geht's. Ein Künstler, der sowas malt hier, ne? Der malt eigentlich nur Löwengesichter, aber richtig cool. Ja, also wie gesagt, Dortmund ist auch eine Kulturstadt, ne? Und was steht da? Worum es jetzt geht hier? Rocks my world. Er muss ja nicht unbedingt Rock sein, aber Musik allgemein ist toll, ne? So, machen wir nochmal eine Rundfahrt hier. Kleiner schnuckeliger Raum hier, also wie gesagt. Das macht schon Spaß mit den Leuten hier, so ab und zu mal zusammenzusitzen und hier Rabatt zu machen, ne? So. Das hält echt durch, ne? Also die Batterie oder der Akku, der hält immer noch durch. Verstehe das nicht, warum das so ist. Aber es ist so. Ja, das ist auch noch vom Dieter, also so eine Sammelsorium-Kiste mit Percussion-Sachen. Wenn man das hier zum Beispiel in die Hand nimmt, dann kann man richtig coole Effekte machen. Und hat dann eine ganze Menge von. Hier auch so eine, das ist zum Beispiel ein Samen. Ich weiß gar nicht, auf Afrika oder irgendwo. Und man, die Musik, und da machen die Musik. Das ist ein Riesensamen. Wir hatten sowas schon mal gesehen hier. Wir hatten sowas schon mal gesehen hier. Cool, ne? Was haben wir hier noch so? Eine Spielekiste. Ja, da hat das schwer. Da ist auch ein Samen zum Beispiel. Ja. Wer so ein bisschen mit Ahnung hat, ne? Ja, so geht es halt hier ab. Ne? Dann würde ich sagen, jetzt 25 Minuten und der Akku ist immer noch rot. Das Ding hört gar nicht auf. Hätte ja noch ein bisschen Musik machen können. Ne? So, okay. Also, wie gesagt, ich werde hier jetzt ab und zu mal noch zu den Backing-Tracks, die ihr drauf habt, das sind ungefähr 20 Stück. Einige mit Basslauf unterlegen noch, ja, und vielleicht auch noch mal diese Rhythmusmaschine von Roland anbringen. Da kann man auch noch ganz gute Sachen so machen und dass ich dann so die Backing-Tracks, die ich für mich da so mache, dass ich die so ein bisschen feiner noch mache, ne? Also so punktgenau Absätze und sowas alles. Ne? Aber da arbeite ich noch dran. Ich muss erstmal gucken, wer mir wirklich gefällt und was ich dann erarbeiten will. Oh. So. So, dann würde ich sagen, die Batterie, die erstaunt mich jetzt hier.